Und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies. Mit mir ist Maxi. Ihr seht's heute mal nicht auf Ragnarok und auch nicht auf Nazca oder Hope oder wie viele Karten wir jetzt sonst schon angespielt haben, sondern wieder im guten alten Aberration oder ist ein gezähntes Spino. Aber nicht in dem von Hive, sondern also auf dem, sondern wir sind auf dem Server von Last Survivor. Da stehen so einige gezähmte Tiere rum. Das ist natürlich komisch. Logischerweise unsere Base, die wir uns hier schon aufgebaut hatten, also ich, die wurde mittlerweile schon zerstört, weil ich halt, wow, da kam was geflogen. Also da war jedenfalls ein Schatten. Krass. Genau, die ist mittlerweile zerstört, weil ich halt auch ewig nicht online war. Macht aber nichts. Ich will nämlich, oh, Explorer, mich hier wieder neu aufbauen. Mit euch zusammen. Und es tut mir auch leid, dass gerade leider nur alle 2 Tagen Folgen kommen. Aber ich kann es leider gerade gar nicht anders vereinbaren. Und wahrscheinlich auch recht wenig zusammen mit Raikun. Einfach da mir die Zeit fehlt im Moment. Aber das wird demnächst definitiv wieder besser. Dann gibt es auch täglich neue Folgen. Ich nehme jetzt das Explorer Note. Sehr schön. Oh, ein Raptor. Cool. Genau, dann gibt es täglich neue Folgen. Ich würde halt gern hier bei Extinction Core weitermachen. Da wir da noch am wenigsten erforscht haben bis jetzt. Und würde erstmal die offiziellen Maps deshalb meistern wollen. Wobei gemeistert, finde ich, sind eigentlich die Maps erst, sobald man die Bosse besiegt hat. Und das haben wir ja noch gar nicht irgendwie. Weder auf Island noch auf Center noch auf Scorched Earth. Scorched Earth habe ich, glaube ich, auch noch gar nicht gespielt direkt als Let's Play. Falls ihr da noch was sehen sollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann schaue ich nochmal bei Scorched Earth vorbei. Ist ja jetzt auch schon ein ganzes Stück her, dass das rausgekommen ist. War ja noch das vor Aberration, aber ich muss sagen, das ist alles richtig krass, was sich die Erfinder hier immer ausdenken. Die Entwickler von Ark. Genau, ich baue mich jetzt hier neu auf mit euch zusammen. Deshalb habe ich mir auch gleich. Warum stehen die hier alle verteilt? Deshalb habe ich mir auch gleich diesen kleinen. Oh. Bipedog gezähmt. Um halt hier. Okay, nenne ich Gamma. Die wollte ich. Gamma versuche ich hier nicht einzusetzen. Einfach aus dem Grund. Wie wir es schon so bei Aberration hatten, dass es hier halt einfach dazugehört, dass es so dunkel ist. Dafür haben wir ja unsere Bulb-Dogs, unseren einen bis jetzt, den wir dazu benutzen werden, dass er uns leuchtet. So, ich schaue mich nur gerade nach einem guten Platz für uns um. Ich wollte schon in der Nähe vom Blauen gleich hin, denn da geht ja bekanntermaßen auch dann immer die Post ab. Und wir brauchen ja sowieso Metall und der ganze Spaß, das ist ja alles dort in der Nähe. Bei dem Server von Last Survivor, wo ich jetzt gerade bin, ist übrigens auch Extinction Core drauf. Das heißt, wir sollten uns vor den Trikes auch ein bisschen in Acht nehmen. Und denn, wer sich an Extinction Core erinnert oder halt die Ragnarok-Videos schaut, der weiß, dass die von allein angreifen werden. Und das ist ja ziemlich ungünstig. So, okay, hier ist auch noch eine Base. Hier ist relativ wenig los, muss ich sagen, auf dem Server Aberration. Liegt vielleicht auch daran, dass es halt wirklich nicht so interessant mehr ist. Wobei ich halt echt sagen muss, Aberration ist ein geiles DLC. Eine geile Map. Und ich denke, so schnell hat man die jetzt nicht durchgespielt.
dass das so schnell langweilig ist. Klar, wenn man natürlich einen Server hat, wo die Einstellungen utopisch hoch sind, dann geht das fix und es wird wahrscheinlich dann doch schnell langweilig. Aber genau deshalb bin ich hier. Ich würde halt gerne in Ruhe mich hier aufbauen und mit euch zusammen Aberration entdecken. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal die Grundausstattung. Ein Speer wäre noch. Ein Bogen. Habe ich auch ein Speer? Egal. Bogen ist auch nicht verkehrt. Brauchen wir dann noch ein bisschen Flint für Pfeile. Oh, da ist schon ein Megalosaurus. Also da unten ist ja schlecht für eine Base. Hier ist halt auch schon jemand. Keine Ahnung, ob das noch so richtig bewohnt ist, aber es scheint fast so. Da ist auch ein Schäfchen. Da hinten macht irgendwas Schaden. Müssen auch aufpassen hier. Das ist noch so die Gegend, wo die Ravager gern spawnen und angreifen. Ja, da ist auch ein Raptor. Dort ist auch irgendwas los. Ja, das ist halt Extinction Core und dann noch Aberration, wo halt echt viel los ist. Aber vielleicht da oben. Da, wo das Parazer läuft. Ach, Wasser. Stimmt, hier hatte man das Wasserproblem. Aber das macht nichts. Wir finden uns schon zurecht. Und die Moshops. Ja doch, hier gefällt es mir. Wenn ich mich hier oben aufbauen kann. Ich weiß halt auch nicht, inwieweit die ganzen Basen hier noch besetzt sind. Aber ich glaube, ich werde mich hier oben aufbauen. Dann bin ich direkt nah am Blauen. Aber trotzdem noch relativ geschützt. Boah, was auch immer hier kommen mag. So, Stone. Hatten wir alles schon gelernt. Sehr gut. Perfekt. Dann können wir nämlich direkt loslegen. Mit Steinfundamenten. Zack. Und bauen das nach und nach hier erstmal uns ein kleines Häuschen. Damit wir nicht sterben, wenn wir offline sind. Na komm. Und die Steine fällen uns tatsächlich noch. Aber da haben wir hier zum Glück auch genug. Ja, perfekt. Und durch das Bauen bin ich ja auch wieder an Level. Okay, Steine noch und dann Fetch. So dass wir hier relativ schnell wieder auf dem Level sein müssten. Wo wir hier bei Aberration aufgehört haben. Und ich meine sogar, dass Extinction Core draufgekommen ist, nachdem ich hier aufgehört habe. Da war ich schon eine ganze Weile hier nicht mehr online. Und da kam dann, glaube ich, auch erst Extinction Core. Bin mir da gerade aber nicht so sicher. So, Fetch brauche ich sowieso. Genau, und für Haut töten wir dann einfach die Moshops, die hier rumrennen. Das wird kein Problem sein. Oder die Dodos, die hier auch überall rumlaufen. So. Oder halt zur Not des Parazer. Das sollten wir doch auch hinkriegen, oder? So, ich würde mein Haus halt gerne hier direkt an die Klippe bauen. Und schön mit Fenstern oder Glaswänden, je nachdem, wie gut wir hier die ganzen Ressourcen zusammenkriegen, werde ich das dann so gestalten. Sehr schön. Das geht doch relativ flott. Da haben wir nämlich hier schon so ein kleines Fundament. Jetzt hätte ich aber trotzdem gerne noch einen Speer. Da brauchen wir wieder Holz. So, oh, hier ist ein Dings. Schock. Da hat mir kurz das Wort gefehlt, das ist sehr gut. So, machen wir mal
3 Stück. Und dann schauen wir mal nach. 26 Pfeile. Perfekt. Und dann können wir uns nämlich auch Haut holen. Dann machen wir ein Bett. Und dann ist der Stadt eigentlich schon gelungen bei Aberration. Also wir hauen jetzt außerdem beim Farm des Fahrrads an. Dann könnten wir Probleme bekommen. Aber nein, das passiert uns nicht. Und jetzt hier die Steine noch schnell weg. Da können wir dann direkt mehrere Steinfundamente noch bauen. Perfekt. Ein bisschen Holz. Und dann holen wir uns die Haut. Oder überhaupt Holz? Nein. Ich brauche Fetch. Ah, sehr gut. Hier sind auch grüne Kristalle. Das heißt, es wird auch nicht schwer sein, hier ein Fernglas dann zu machen und diese Glaswände, wie ich es schon gesagt habe. Sollte ich die so bauen wollen, das wird hier überhaupt kein Problem. An Ressourcen haben wir hier zum Glück genug. So, allzu groß wollen wir das Haus ja jetzt auch noch nicht machen. Da ist es dann doch erstmal wichtig, dass wir eingebaut sind, will ich mal sagen. So. Jetzt würde ich aber als erstes gerne mal noch die Mushrooms hier killen. Die greifen ja auch nicht an. Theoretisch. Ah, jetzt. Ich hoffe, der rennt halt nicht zurück irgendwo. Ja, ist ganz okay. Ist auch nicht so ein starkes Mushrooms, aber die haben halt allgemein relativ viel Leben. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ja, ändere die Richtung. Sehr gut. Davon haben wir noch einen Parasaurus. Vielleicht kriegen wir den irgendwann gezähmt. Ah, da wäre auch ein Dodo. Okay. Also den Dodo können wir uns dann auch noch schaffen. Der rennt jetzt nicht mehr weg. Vor allem diese Musik, die ist die klingt ultra gefährlich. Dabei greifen wir gerade nur unsere Mushrooms hier an. Komm, nein, nicht da runter. Komm, fall bitte einfach an. Ja, sehr gut. Very good. Ja, und dann haben wir auch genug Haut zusammen, um 3 Betten zu machen. Das ist wirklich super. Hole ich aber jetzt trotzdem uns noch den Dodo. Ich habe ihn noch gerade gehört, genau. Hier, so, solange es keiner von diesen Prime-Dodos ist, ist es auch nicht so schlimm. Ich glaube, die Prime-Dodos... Oh gut, welches Level habe ich hier? 32? Naja, könnten uns schon gefährlich werden. Aber ich weiß auch nicht, wo die hier rumrennen. Alles, was mir hier anhaut, geht kaputt. So. Dann schauen wir mal. Eigentlich nur Stein, sehr gut. Dann bauen wir uns noch schnell das Haus. Bauen wir uns ein bisschen ein. Unseren Balltag haben wir ja zum Glück auch sicher. Das heißt, an Licht mangelt es schon mal nicht. Und an allem anderen soll es uns dann auch nicht mangeln. Haut haben wir, da können wir uns theoretisch von der Haut dann ein paar Klamotten auch machen. Damit wir hier nicht allzu nackig rumrennen. So, Holz haben wir immer noch genug. Das ist echt selten, dass mir mal Fetch fehlt. Okay, jetzt haben wir bald hier alles abgegrast. Hier ist, glaube ich, auch eine Deko-Mod drauf. Das heißt, wir können uns diese Pilze neu drauf bauen. Vielleicht nicht unbedingt die Pilze, aber auf jeden Fall Deko-Pilze. Damit es hier nicht so öde aussieht. Sehr schön. Oh Gott. Haben wir doch fast das Fahrrad zum Dankehof. Das wäre aber schön schief gegangen. Genau, da runter. Das ist schön. Rabbit, also wie das aussieht. Super! Passt ja perfekt. Ja, nur nicht, dass das Erdbeben runterrutscht. Das wäre natürlich ungünstig. Okay.
Wow, den hatte ich wohl schon mal angehauen. Okay. Auch gut. Oh mein Gott. So. Okay. Ich denke mal, Wände haben wir jetzt genug. Ja, 10 Stück, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Wo mache ich denn meine Tür? Ich würde es gleich mal vor Schreck hin. Ich glaube, hier kommt die Tür dann hin. Zack, zack, zack. 1, 2, 3 und 1, 2. Genau, dann bauen wir hier 2. Da kommen Window Frames hin. Genau, da rutscht mir glatt das Mikrofon aus der Halterung, die im Moment meine Schulter ist. Ich bin hier wie die Friseure unterwegs. Null vorbereitet. So, also noch ein paar Wände machen wir. So, also es sieht, ich glaube auf Aberration, Quatsch, auf Ragnarok wäre das ein Metallstein gewesen. So wie er aussieht. So ein bisschen jedenfalls. Ja, Steine brauchen wir. Hunger haben wir auch bald. Aber das sehen wir jetzt nicht schön. Wir haben ja dadurch, dass wir die Moshops getötet haben, ein bisschen Fleisch bekommen. Da können wir uns dann auch direkt noch was zu essen holen. So. Jetzt brauche ich wieder Stein. Aber Holz ist trotzdem nicht verkehrt. Und irgendwie hatte ich es in Erinnerung, dass hier auf Operation alles viel wiegt, aber gerade nicht so. Das ist ja auch okay. So. Genau, dann haben wir gleich das Haus fertig. Denke ich. Ich will jetzt nicht zu viele Wände machen. Das sieht noch gut aus. Zu viel haben wir noch nicht gebaut. Dann müssen wir ja dann auch noch welche hin. Also brauchen wir noch vier Wände. Vier normale. Jetzt habe ich Hunger. Gut, dass wir schon Pilze gesammelt haben. Die nehmen uns den Hunger ein bisschen. Okay, vier normale Wände noch. Dann haben wir das auch geschafft. Okay. Irgendwie hatte ich gar nicht vorhin so das im Blick, dass hier so viel Stein rumliegt. Das ist natürlich äußerst praktisch. Denn das können wir gut für den Hausbau gebrauchen. So, 3. Jetzt ist die wieder kaputt. Schlagen wir ein bisschen mit der Spitzhacke drauf. Dann brauchen wir dann eh fürs Workbar. Und 4. 4 normale Wände haben wir. Jetzt brauchen wir noch eine Tür. Und 3 Fenster. Das heißt Window Frame. Das sind die hier. Da brauchen wir noch Stein dafür. Wie sollte es auch anders sein? 1. Jetzt brauchen wir Stein und Holz. Aber okay. So. Zack. Noch ein bisschen Holz geholt. 2, 3. So, dann haben wir jetzt eigentlich alles soweit komplett, bis auf die Tür, aber ich wette, da reicht das, was ich im Inventar habe, auch noch dafür aus. Genau, Double Door Frame. Da hätten wir den jetzt auch. Können dann hier die Wand draufsetzen. Perfekt. So, Moment. Jetzt setzen wir die nach hier. 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen von der ersten Folge wieder Aberration. Huch, da hat es mich echt zurückgesetzt. Ich hoffe, ihr habt da wieder Lust drauf. Wie gesagt, alle 2 Tage jetzt eine neue Folge. Entweder Aberration oder Extinction Core, je nachdem, wie ich mich dazu da entscheide. Jetzt hat er auch gar kein Licht mehr. Doch, er hat noch Licht. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.